Der Schrecken steckt ihnen noch in den Gliedern. Vor einem New Yorker Krankenhaus spenden sich junge Leute gegenseitig Trost, nachdem eine Frau ihr Auto in einer Gruppe von Demonstranten gesteuert hatte. Mindestens 6 Menschen wurden dabei verletzt. Ich hörte Tumult, Schreie und einen aufheulenden Motor, und als ich mich umdrehte, sah ich ein Auto mit Vollgas direkt auf mich zurasen. Mehrere Dutzend Demonstranten hatten im Stadtteil Manhattan gegen die Festnahme von Immigranten ohne Papiere protestiert, als 2 Frauen ihren BMW in eine der Gruppen steuerte. Über die Hintergründe konnte die Polizei zunächst nichts sagen, aber für diese jungen Leute ist klar, die Fahrerin handelte mit Vorsatz. Sie haben das mit Absicht getan. Da war eine große Menschenmenge, man konnte sie gar nicht verfehlen. Es kann nicht sein, dass diese Person nicht wusste, was sie tut. Das ist versuchter Mord. Und die New Yorker Polizei wollte uns danach festnehmen, weil wir versucht haben, unsere Leute in Sicherheit zu bringen. Ich bin schockiert. Es ist nicht das erste Mal, dass uns so etwas passiert, und es wird wohl auch nicht das letzte Mal sein. Und jedes Mal schaut die Polizei zu und tut nichts, um den Vorfall zu stoppen. Die Fahrerin wurde festgenommen.